Hallo, herzlich willkommen. Hier ist die Bahninitiative Chemnitz und wir fahren heute nach Erfurt und testen eine Maßnahme von unserem Sofortprogramm Fernbahn 21 aus. Und neben mir steht Markus Haubert vom Fahrgastverband ProBahn. Der fährt heute mit, ist ja auch Bündnismitglied in unserer Bahninitiative. Und Markus, worauf kommt es denn heute an? Warum fahren wir nach Erfurt? Tja, wir wollen testen, wie das aus Fahrgastsicht aussieht. Wie ist die Umsteigeverbindung? Wie ist überhaupt die Qualität der Verbindung? Wie schnell ist man? Ist es barrierefrei? Und auf welche Hindernisse stößt man als Fahrgast auf der Strecke? Ja, dann legen wir gleich los. Wir suchen jetzt unser Ticket und dann sehen wir uns später wieder. Ja, wir sind jetzt aus Chemnitz in Glaucha angekommen, wo wir umsteigen müssen. Wir sind angekommen an Bahnsteig 2 und befinden uns jetzt am Bahnsteig 3. Also wir sind hier drüben angekommen und müssen einmal nur über den Bahnsteig und könnten theoretisch schon an den Zug oder in den bereitstehenden Zug einsteigen. Markus, wie sind denn die Umsteigezeiten hier? Ja, die Umsteigezeiten sind zwar recht kurz, so circa 5 Minuten in Richtung Erfurt, aber da das Bahnsteig gleich ist, also muss nur aussteigen und direkt drücken über einsteigen, muss nicht durch eine Unterführung durch. Ist das schaffbar, wenn natürlich der Zug pünktlich ist? Denn sobald er ein bisschen Verspätung hat, könnte es ja eng werden. Das ist ja das Problem immer an Umsteigeverbindungen. Also wir sind relativ fit und mobil, aber wie sind denn deine Erfahrungen mit Kinderwagen, mit Reisegepäck? Was sagen da die Fahrgäste so? Ja, aus Fahrgastsicht ist natürlich schwierig, wenn man jetzt Kinderwagen hat, wenn man schweres Gepäck trägt oder Fahrrad mitbringt, dann ist natürlich der Umstieg auch in 5 Minuten recht knapp. Und man muss überlegen, nicht jeder Fahrgast ist so jung, wie wir das noch aktuell sind, sondern es gibt auch ältere Fahrgäste, die dann auch mit Schwierigkeiten haben, in den Zug einzusteigen, insbesondere mit Stufen, was wir dann auch gleich sehen werden. Und da ist es natürlich sehr knapp schon wieder mit den 5 Minuten. Jetzt hatten wir ja tatsächlich eine relativ kurze Fahrt mit der MRB, war das. Wie war denn die Fahrt so von der Qualität? Was siehst du da? Ja, die Fahrt war insgesamt sehr angenehm. Das ist ein elektrisch betriebener Zug. Sehr ruhig, ganz toller, ruhiger Lauf des Zuges, ist barrierefrei. Der Einstieg ist vom Bahnsteig, also wenn man aussteigt hier in Glauchau, Bahnsteig eben. Also man kommt barrierefrei raus und rein, muss keine Treppen steigen. Insgesamt sehr angenehm. In dem Zug gibt es Steckdosen für Smartphone, also wenn man das aufladen möchte. Achtung, der Fern- und Regionalverkehr RTB ist wegen GDL-Streik am 23. und 24.8. stark beeinträchtigt. Infos auf bahn.de/aktuell. Ich wiederhole, der Fern- und Regionalverkehr RTB ist wegen GDL-Streik am 23. und 24.8. stark beeinträchtigt. Infos auf bahn.de/aktuell. Ja. Das werden wir nicht kommentieren. Doch, genau das. Nein, das, wir sind na, jetzt sind natürlich eine Live-Aufnahme, will ich jetzt nicht sagen, aber ja, wir drehen jetzt einfach weiter und natürlich, das ist ja gut, dass es solche Ansagen gibt. Ne? Wir sind aktuell in einer Streiksituation bei der GDL. Und Fahrgastinformation ist ja auch immer so ein Thema, was die Fahrgäste oft bemängeln. Ne? Und daher ist die Ansage gar nicht so schlecht. Das ist natürlich jetzt so doof für euch, wenn ihr zuhört, dass wir jetzt unterbrochen wurden. Jetzt setzen wir einfach nochmal an. Ist ja gar kein Thema. Okay, wir sind jetzt also relativ komfortabel nach Glauchau gekommen. Das war eine Strecke von ungefähr Luftlinie 30 Kilometer. Warum müssen wir nach 30 Kilometern nach Erfurt umsteigen? Oder anders gefragt, warum endet der Regionalexpress aus Göttingen kommend 30 Kilometer vor Chemnitz in einer Stadt, die ungefähr 20.000 Einwohner hat und nicht in der Großstadt Chemnitz?
Theoretisch könnte der Zug auch bis Chemnitz durchfahren. Das fuhr er auch schon mal. Also es ist nicht neu, wenn man das wieder machen würde. Man hat das damals vor vielen Jahren schon mal eingespart, weil das natürlich etwas mehr Geld kostet. Und man der Meinung ist, seitens des Verkehrsverbundes Mittelsachsen, dass man ja in Glauchau umsteigen kann und in einer ähnlichen Reisezeit da ist. Natürlich ist es vom Fahrkomfort und insbesondere vom Umsteigen her umständlicher, nicht bis Chemnitz zu fahren. Die Gründe, wie gesagt, finanzieller Natur, weil der Zweckverband das natürlich bezahlen müsste, sind 2,5 Millionen Euro pro Jahr, die man nicht bereit ist zu finanzieren. Und deswegen der Zug in Glauchau endet mit Umstieg dann bis Chemnitz. Ist die Strecke nicht wichtig genug nach Erfurt? Erfurt ist ja eine relativ große Stadt. Chemnitz ist ähnlich groß. Erfurt ist sogar eine Landeshauptstadt. Gibt es keine Nachfrage, warum der VMS dann sagt, okay, das lohnt sich nicht? Oder sind die Züge oder die Dieselzüge zu teuer? Die Kosten der Dieselzüge spielt natürlich eine Rolle. Die sind vom Betrieb und von der Wartung her sehr teuer. Deswegen wägt man jetzt halt ab, was man finanzieren kann. Auch ist klar, dass der Verkehrsverbund Mittelsachsen und überhaupt die Verkehrsverbünde als Aufgabenträger nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung haben, was sie ausgeben können. Sprich, eigentlich müsste sogar noch mehr Geld vom Land kommen, um mehr Schienenverkehr bestellen zu können. Und die Elektrozüge aus Chemnitz kommen, die können nicht weiterfahren? Leider noch nicht, weil die nicht die komplette Strecke bis Erfurt elektrifiziert ist. Deswegen müssen wir aktuell noch mit Dieselfahrzeugen fahren. Okay, das soll aber elektrifiziert werden? Es soll elektrifiziert werden. Die Strecke ist ja Teil der Mitte-Deutschland-Verbindung, wo es jetzt auch positive Zeichen gibt, bis 2028, glaube ich, das komplett zu elektrifizieren. Und danach hofft man, dass zumindest ab dann wirklich die Verbindung wieder durchgehend bis Chemnitz ist. Okay, da haben wir ein paar Informationen gesammelt. Wir fahren gleich weiter nach Erfurt. Wir warten jetzt auf unseren Anschlusszug und melden uns dann nochmal. Ja, wir sitzen jetzt im Zug Richtung Erfurt, sind kurz hinter Gera, genau. Und Markus, das ist ja ein besonderer Zug, wo wir hier sitzen. Erzähl uns mal was über den Reisekomfort und was den Zug so besonders macht. Also man merkt es vielleicht schon in der Kamera, dass es etwas schaukelt hier. Wir sitzen in einem Neigetechnikzug. Nicht für jeden Fahrgast zu gut verträglich, muss man dazu sagen. Ja, ansonsten ist das ein dieselbetriebenes Fahrzeug, ist auch sehr laut, was man auch hört. Vom Komfort her deswegen nicht ganz so angenehm. Man sitzt zwar recht bequem hier drin, ist auch klimatisiert. Leider gibt es eine Toilette, die übrigens aktuell gerade kaputt ist und man die nicht benutzen kann, was auch ein Nachteil ist an diesen Zügen. Und auch diese Fahrzeuge sind nicht barrierefrei im Einstieg. Also man muss dann eine Treppe hochgehen, um in das Fahrzeug zu gelangen. Was mir aufgefallen ist, ist beim Einstieg, die Treppe ist sehr schmal. Also wenn man Gepäck hat oder Kinderwagen, hat man tüchtig zu tun, die steile, schmale Treppe hochzukommen. Gibt es da schon Rückmeldungen von Fahrgästen, wie das so ist? Ja, ist immer umständlich. Man braucht mal jemanden, der das mit hochträgt, gerade bei Kinderwagen, beim Fahrrad. Bei Rollstuhlfahrern braucht man eine Hebebühne, die hochfahren. Also es ist schon teilweise sehr umständlich, weil man auch als Rollstuhlfahrer beispielsweise die Fahrt anmelden muss und entsprechend dass einem geholfen werden kann. Okay, wir haben jetzt die Stadt Roda verlassen. Nächste Station, Jena, Göschwitz.
und erreichen bald Jena-Göschwitz. Aber wir hatten es jetzt gerade erlebt, wie ist denn so die Fahrgastinformation in diesem Zug? Ja, es gibt Durchsagen, es ist auch ein Zugbegleiter auf dem Zug, der uns regelmäßig informiert. Es gibt auch Anzeigen, Zielanzeigen, wo wir hinfahren. Es gibt aber keine Echtzeitinformationen zu möglichen Verspätungen. Also wenn jetzt kein Zugbegleiter auf dem Zug ist, hätten wir ein Problem, weil wir da nicht erfahren würden, welche nächsten Anschlüsse funktionieren, wie viel wir Verspätung haben und ähnliches. Das ist schon ein Nachteil. Okay, also ein bisschen, was Informationen angeht, gibt es ein großes Defizit, auch was den Reisekomfort angeht, gibt es ein großes Defizit. Wie wird denn diese Verbindung allgemein so heute angenommen? Wir haben heute Sonntag, relativ Vormittag noch. Wie ist denn so die Auslastung des Zuges? Du bist vor uns ein bisschen durch den Zug gelaufen. Genau. Wie, ist der gut gefüllt oder leer? Also der Zug ist sehr, sehr gut gefüllt. Es war eigentlich kein freier Platz mehr, also zumindest kein freier Doppelplatz mehr. Sehr gut nachgefragt, wir haben viele Zustiege, also man kann sich nicht über mangelnde Nachfrage beschweren. Und das am Sonntagvormittag, ja. Das muss man immer wieder sagen, das zeigt eigentlich auch, wie wichtig diese Verbindung ist, wenn man die gesamtheitlich denkt, von Chemnitz und dann Richtung Göttingen. Ne? Genau. Wir befinden uns ja aktuell auf der Mitte-Deutschland-Verbindung, wir wollen ja dann noch mal ein bisschen tiefer in die Verbindung eingehen, aber allgemein, wir haben Neigetechnikzüge, man sieht es vielleicht auch noch im Hintergrund. Das ist eine überwiegend eingleisige Verbindung, oder? Genau, aktuell ist es nach wie vor eingleisig in großen Stücken und soll wohl nach aktuellem Stand auch leider so bleiben, sodass wir auf der Strecke natürlich eine höhere Störanfälligkeit dann künftiger haben werden. Und auch in Richtung mehr Kapazität auf der Strecke wird es auch schwieriger, weil dann natürlich nicht mehr fahren kann auf einem Gleis. Wir sehen hier neben uns gleich, das seht ihr leider nicht, liebe Zuschauer, wir sehen hier neben uns die Autobahn. Ich weiß jetzt nicht, welche Autobahn das sein wird. Zumindest ist der A4, zumindest ist gerade ein größerer Stau. Also wir sitzen schon mal wesentlich komfortabler. Und die Autobahn A4, die ist ja eigentlich gut ausgelastet. Ne? Und jetzt stellt sich mir die Frage, warum der nur eingleisig ist und demzufolge auch nur im 2-Stunden-Takt fährt. Zumindest auf der Gesamtstrecke Glauchau Richtung Göttingen. Ist es ein ausreichender Takt für die Verbindung? Generell ist ein 2-Stunden-Takt für Fahrgäste in der Regel viel zu wenig, viel zu unzuverlässig. Also wenn ich die verpasse, muss ich 2 Stunden auf den nächsten Zug warten. Übrigens hat man jetzt sehr schön gesehen, auf der Autobahn war gerade Stau. Wir sind dann wunderbar bequem an dem Stau vorbeigefahren. Ein sehr großer Vorteil von einer Zugverbindung. Ja, also der 2-Stunden-Takt ist definitiv zu wenig. Sollte wirklich jede Stunde zumindest einen Zug fahren. Aber wir mussten gerade auf den Gegenzug warten. Das haben wir jetzt gemerkt. Ne? Der fuhr gerade vorbei und das ist das Problem der Eingleisigkeit. Wir haben eine sehr hohe Abhängigkeit. Auf den Gegenverkehr müssen wir achten. Und das macht natürlich auch so eine Zuverlässigkeit sehr schwierig. Ne? Ja. Und wir kennen das ja, glaube ich, aus von der Strecke Chemnitz-Leipzig. Da gibt es große Probleme, was die Zuverlässigkeit angeht. Erklär uns mal ganz kurz, was ist da eigentlich das Problem bei eingleisigen Verbindungen? Ja, wo nur ein Gleis ist, kann natürlich nur ein Zug fahren. Und wenn ein Zug entgegenkommt, muss man warten, bis das Gleis wieder frei ist. Das ist das eine, das ist einfach eine begrenzte Kapazität. Und das andere ist natürlich eine Störanfälligkeit. Bleibt ein Zug drauf liegen, weil er irgendwie kaputt gegangen ist, defekt am Fahrzeug ist oder ähnliches, ist die ganze Strecke gesperrt. Man kann nicht auf das Nachbargleis ausweichen. Und das sind natürlich zwei Faktoren, die das sehr einschränken. Also wenn man einmal am Tag eine Verspätung hat, dann hat man eigentlich fast keine Möglichkeit, die rauszuholen. Sehr, sehr schwer, die wieder rauszufahren, weil man muss immer drauf gucken, wer fährt auch in die Gegenrichtung. Man kann nicht jederzeit auf dem Gleis wieder die Zeit rausfahren. Okay. Wir erreichen jetzt Jena, machen deshalb eine kurze Pause und melden uns gleich wieder aus dem Zug Richtung Göttingen.
Wir haben jetzt Jena verlassen, sind jetzt zwischen Jena und Weimar unterwegs nach Erfurt. Und Martin ist jetzt an meiner Seite, auch Mitglied der Bahninitiative. Du bist auch Mitinitiator der Bahninitiative, das muss man auch dazu sagen, ohne dich gibt es die ja nicht. Und Martin, erzähl uns mal, wir sind jetzt auf der Mitte-Deutschland-Verbindung. Und was ist die Mitte-Deutschland-Verbindung? Ja, die Mitte-Deutschland-Verbindung ist eine wichtige Eisenbahnverbindung, um die Wirtschaftszentren zu verbinden, die sich in Ostthüringen, Westsachsen befinden, dann rüber in Richtung Westfalen und Rheinland, was auch Rhein-Ruhr und alles mit einschließt. Und diese Verbindung ist natürlich einerseits im Fernverkehr wichtig und andererseits auch auf ihren Streckenabschnitten untereinander im Regionalverkehr. Okay, und aktuell fährt der Fernverkehr? Fernverkehr wird im Moment auf Teilstrecken angeboten, so zum Beispiel aus Westen kommend bis zum Bahnhof in Gera. Und darüber hinaus ist im Moment kein Fernverkehr. Gab es damals mehr Fernverkehr auf dieser Verbindung? Genau, richtig. Auf der Verbindung, da hat es einen 4-Stunden-Takt gegeben, mit in der Regio. Allerdings ist es dann eingestellt worden mit dem Ende des Interregios und seitdem ist jetzt gerade erst mal wieder der Intercity angekommen, der bis Gera fährt, den ich gerade erwähnt habe. Okay. Und die Ausbausituation ist jetzt unzureichend, um den Fernverkehr sozusagen mit auf die Gleise zu bringen? Oder was ist das Problem? Ja, das Schwierige an der Sache ist einerseits die fehlende Fahrleitung, die schon immer hier geherrscht hat. Man hat keine Fahrleitung zwischen Weimar und Gößnitz. Das ist der fahrleitungslose Abschnitt, weswegen die Züge früher, als noch die Interregios gefahren sind und auch jetzt im Intercity-Verkehr mit Diesellokomotiven betrieben wird, die Strecke. Und das erschwert das Ganze natürlich, weil die Betriebskosten mit Diesellokomotiven erheblich höher sind. Wir sehen es ja auch hier jetzt beim Triebwagen. Mit Diesel sind die Betriebskosten so hoch, dass auch sich der Verkehrsverbund gescheut hat, die weiter durchzubinden bis nach Chemnitz. Für uns ist ja besonders jetzt erstmal der Regionalverkehr interessant, denn das wäre ja die Grundvoraussetzung, um erstmal überhaupt umsteigefrei fahren zu können. Okay. Die hohen Betriebskosten von den Dieselfahrzeugen, wo oder liegt es daran, dass der Treibstoff so teuer ist oder ist da die Wartung das Problem oder alles zusammen? Wie schätzt du das ein? Ja, das ist ein Gesamtbild, weil okay. Betriebskosten, das ist auch die Wirkung, der Wirkungsgrad ist deutlich geringer bei den Dieselfahrzeugen. Es ist alles teurer. Es wird der doppelte Preis angenommen für die Verbindungen, wenn die mit Diesel betrieben werden, im Gegensatz dazu, wenn sie mit elektrischem Strom betrieben werden aus der Fahrleitung. Und dazu kommt noch hier in dem Fall die Neigetechnik, die nochmal erheblich teurer ist. Also das ist wirklich ein großer Kostenunterschied. Okay. Und du hattest vorhin gesagt, als wir in Gößnitz waren, da gibt es einen kleinen Fun Fact. Erzähl uns mal, was ist denn an Gößnitz so besonders? Ja, in Gößnitz, das ist natürlich von historischer Seite her interessant. Dort konnten und können immer noch gerade zwei Züge hintereinander an jeder Bahnsteigkante von den zwei Bahnsteigkanten des Mittelbahnsteigs anhalten und ihre Fahrgäste untereinander umsteigen lassen. Das ist somit einer der längsten Bahnsteige in der Bundesrepublik mit über 600 Metern. Das ist schon stattlich, aber der soll wohl auch jetzt zurückgebaut werden von der Deutschen Bahn. Im Vergleich dazu, ne, der längste ICE, wir haben es für uns gegoogelt, der Deutschen Bahn, der XXL ICE, der hat 374 Meter, also der würde fast zweimal an diesem Bahnsteig halten können, sozusagen, so lang ist der. Und jetzt wird er zurückgebaut, ist natürlich sehr schade. Die Strecke ist jetzt eingleisig, die war aber mal zweigleisig. Genau, die Strecke, die war zweigleisig gewesen und ist dann aber zurückgebaut worden, um die Neigetechnik auch mit anbieten zu können. Und ja, das war sozusagen der offizielle Beweggrund. Sicherlich kann man auch doppelgleisige Strecken mit Neigetechnik ausstatten, aber das war offenbar zu dem Zeitpunkt nicht gewünscht. Wir hatten es ja auch an anderen Verbindungen das Beispiel, dass es schwierig ist mit eingleisigen Abschnitten, selbst wenn die mit Neigetechnik ausgebaut sind, siehe Leipzig-Chemnitz. Okay.
Also ein Problem, was nicht nur hier der Fall ist, sozusagen mit der Eingleisigkeit. Wir fahren jetzt weiter Richtung Erfurt, werden uns dann nochmal in Erfurt bei euch melden. Und ja, bis dahin, gute Fahrt. Genau. Wir sind jetzt am Hauptbahnhof Erfurt angekommen und Markus, erzähl mal, wie war die Zugfahrt? Sehr angenehm eigentlich. Wir sind eigentlich pünktlich angekommen, das ist immer das Wichtigste bei der Zugfahrt. Toilette ging leider nicht im Zug, wir mussten leider einmal umsteigen, ist auch nicht so schön. Es war recht laut im Zug. Ja. Wie lange haben wir jetzt gebraucht von Chemnitz nach Erfurt Hauptbahnhof, wenn wir die Umsteigezeit in Glauchau, also die nicht die lange Umsteigezeit in Glauchau hätten? Insgesamt haben wir 2,5 Stunden von Chemnitz bis Erfurt gebraucht. Okay, wunderbar. Ja, wir gucken uns jetzt in Erfurt an, genießen unser Mittagessen und bis dahin. Ja, wir sitzen jetzt in Intercity, der aus
NRW kommt und nach Gera fährt. Wie kommt es zu diesem Zug? Ja, das ist das Ergebnis einer intensiven Bemühung tatsächlich unseres Landes gewesen. Also Thüringen hat sich sehr stark dafür eingesetzt, dass Ostthüringen auf dieser Achse wieder an den Fernverkehr angeschlossen wird. Und da die Rahmenbedingungen im Moment so sind, wie sie sind, also zum einen natürlich fehlten die infrastrukturellen Voraussetzungen in Form der Elektrifizierung, zum anderen ist der Fernverkehr sowieso schwierig, da er eigenwirtschaftlich fahren muss und diese Strecke eigentlich im jetzigen Zustand keinen eigenwirtschaftlichen Betrieb zulässt. Und deswegen hat man hier eine besondere Form gewählt und hat einen Vertrag mit der Deutschen Bahn, mit dem Fernverkehr abgeschlossen, dass auch Nahverkehrsfahrscheine in den Zügen anerkannt werden. Und dadurch steigt die Auslastung dieser Züge und die Nachfrage. Und dadurch war es eben möglich, dass diese Fernverkehrszüge sogar mit teurem Dieselvorspann bis Gera fahren. Und das wird auch angenommen von den Fahrgästen? Das wird gut angenommen. Das haben wir gerade eben im Zug ja gesehen, als wir durchgelaufen sind. Der Zug ist gut gefüllt und ich weiß auch, dass die DB mit diesem Zug zufrieden ist. Okay. Jetzt hast du schon angesprochen, mit den infrastrukturellen Gegebenheiten ist es natürlich nur möglich, mit einer besonderen Lok zu fahren. Was ist denn auf der MDV, also auf der Mitte-Deutschland-Verbindung, ausbautechnisch geplant? Gibt es da überhaupt Planungen? Da gibt es eine Planung, also die Mitte-Deutschland-Verbindung ist im Abschnitt zwischen Weimar und Gößnitz im Bundesverkehrswegeplan enthalten, und zwar im vordringlichen Bedarf mit der Elektrifizierung. Die soll nach jetzigem Stand bis 2028 erfolgt sein. Und dann gibt es noch eine weitere Baustufe, die sieht weitere zweigleisige Abschnitte vor, in diesem Bereich. Die steht aber nur im weiteren Bedarf und hat damit im Moment keine Aussicht auf Realisierung. Und was hätte der Ausbau für eine Auswirkung? Ja, zwei Auswirkungen. Also die Elektrifizierung ist sozusagen die Grundvoraussetzung dafür, dass der Fernverkehr hier Fernzüge produzieren kann, ohne diesen Aufwand eines Dieselvorspanns. Also es ist sozusagen die Grundvoraussetzung dafür, dass leichter hier wieder Fernverkehrszüge fahren können. Und die weiteren Ausbauschritte, Zweigleisigkeit, die gehen dann tatsächlich eher in Richtung Kapazität und Geschwindigkeit. Also wird der Zug auch oder wird die Verbindung auch schneller? Also nach jetzigem Stand nicht. Nach jetzigem Stand wird sie elektrifiziert. Es sind nach meiner Kenntnis einzelne geschwindigkeitserhöhende Maßnahmen geplant. Also wir haben gehört, dass zum Beispiel die Ein- und Ausfahrt an einigen Bahnhöfen beschleunigt werden soll. Aber insgesamt haben wir die Situation, dass mit dem Wegfall der Neigetechnikzüge, die 2028 erfolgen wird, die Züge sogar tendenziell eher langsamer werden können. Also sogar noch eine Angebotsverschlechterung teilweise. Wenn man das in Form der Geschwindigkeit misst, dann könnte man sogar sagen, das Angebot würde dann leicht schlechter werden. Aber da müssen wir jetzt tatsächlich die Ergebnisse der Voruntersuchung abwarten. Das kann man heute nur schwer sagen. Fakt ist nur, mit dem Wegfall der Neigetechnik ist zunächst mal nur die konventionelle Geschwindigkeit möglich und die ist schon signifikant langsamer als die Bogenschnelle. Geschwindigkeit. Welchen Fernverkehr würdet ihr euch denn wünschen auf dieser Verbindung oder generell auf der MDV? Naja, einen, der den Fahrgästen maximal Nutzen bringt. Also ein Zug, der als integrierter Fernverkehr nur bis Gera fährt, ist sicherlich gut, um die Region überhaupt erstmal wieder anzubinden und ein Angebot in Richtung Westen zu machen. Aber natürlich wäre es sinnvoll, wenn das Angebot in Richtung Sachsen weitergeführt wird und wenn es vor allem so weitergeführt wird, dass es eben auch wirklich ein wertvolles Angebot ist. Also nicht nur in Form eines weisen Alibi-Zuges, sondern eben ein Zug, der auch wirklich schnell ist und der dann eben auch dem Auto Konkurrenz machen kann. Perspektive heißt ja, man möchte den Intercity jetzt bis nach Chemnitz verlängern, langfristig, nach Ausbau natürlich. Ist das für euch befriedigend oder sagt ihr, okay, es wäre auch sinnvoll, bis nach Dresden zu fahren? Also der jetzige Stand der Planung, der leitet sich ja aus dem Deutschlandtakt ab, dem Zielfahrplan des dritten Gutachterentwurfs, und der ist aus unserer Sicht völlig unbefriedigend, weil der Zug dort sehr langsam ist und in Chemnitz ohne irgendwelche Anschlüsse endet. Und damit merkt man schon, ist der verkehrliche Nutzen tatsächlich sehr gering. Also ein sinnvolles Konzept wäre, wenn man den Zug vernünftig beschleunigt, mit guten Kantenfahrzeiten und Anschlüssen bis Chemnitz und dann darüber hinaus bis nach Dresden führt. Und zwar so, dass auch in Dresden auf der Sachsen-Franken-Magistrale zwischen Chemnitz und Dresden ein vernünftiger Takt entsteht. Also fassen wir kurz zusammen. Es gibt hier sehr großen Nachholbedarf in Sachen Angebot. Wir brauchen einen stärkeren Takt nach oder
zwischen den Metropolen oder Wirtschaftsregionen und wir müssen dafür auch die Infrastruktur entsprechend ausrüsten. Aktuell ist eine eher unbefriedigendere Ausbaustufe geplant. Da gibt es noch deutlich Nachholbedarf und man muss auch mal überlegen, ob der Deutschlandtakt, der bisher geplant ist, ausreicht, um die Bedürfnisse der Fahrgäste zu befriedigen. Ist das richtig? Das ist genau richtig. Und dafür setzt ihr euch sozusagen auch ein? Dafür setzen wir uns ein. Die Diskussion läuft jetzt gerade in Thüringen. Also wir haben jetzt gerade erst vor 14 Tagen mit der formellen Absage an weitere zweigleisige Abschnitte, die hier bis dato noch geplant waren, wieder eine Diskussion bekommen. Und hier wird sowohl unsere Landesregierung als auch die neue Bundesregierung, die wir im September bekommen werden, etwas zu tun haben. Was sind die Gründe für die Absage? Ja, die sind vielfältig. Die rühren daher, dass der Bund sich nicht alleine zuständig sieht für den Ausbau dieser Strecke, sondern dass er gesagt hat, dass er bestimmte Ausbauleistungen übernimmt, vor allem die Elektrifizierung. Aber wenn noch darüber hinaus ausgebaut werden soll, dann müssen die Länder das selbst bezahlen. Und dieses Selbstbezahlen, das hat sich jetzt im Zuge der Vorplanung herausgestellt, das bringt enorme Kosten mit sich. Also hier gab es also eine Kostenschätzung in Höhe von 180 Millionen für zwei weitere zweigleisige Abschnitte zwischen Jena und Gera. Und hier hat das Land für meine Begriffe durchaus nicht unverständlicherweise gesagt, das ist uns zu viel, das können wir nicht stemmen, hier muss der Bund dran. Das kennen wir ja, Chemnitzer sehr gut, ne? Und eine ähnliche Situation gibt es bei uns mit der Verbindung Leipzig-Chemnitz. Da ist es so eine ähnliche Vorgehensweise. Also uns ist es sehr gut bekannt. Was müsste sich denn im Bund ändern, damit solche Situationen, wo sinnvolle Strecken nicht ausreichend ausgebaut werden und das Land die Hände hochhebt und sagt, können wir nicht leisten, was müsste denn im Bund passieren, damit das nicht mehr vorkommt? Ja, der Bund müsste stärker auch auf solche Verkehrswege fokussieren. Die Ausgangssituation dafür, dass hier so eine Art Basar entstanden ist, wo Bund und Land darum feilschen, wer welche Ausbauarbeiten übernimmt, entsteht ja dadurch, dass der Bund sich nicht alleine zuständig sieht. Das macht er aber nur bei der Schiene, nicht bei der Straße. Also ich kenne keinen Fall, wo eine Autobahn nur zweistreifig gebaut wird und die dritte Spur nur dann kommt, wenn das Land sie bezahlt. Warum wir das dann bei der Eisenbahn machen, ist nicht plausibel. Also hier sollte definitiv auf Bundesebene ein anderer Fokus angesetzt werden und solche Strecken mit wirklich überregionaler Bedeutung, die wir hier haben in Form der MDV, die müssen selbstverständlich auch vom Bund finanziert werden. Und da ist der ganz wichtige Ansatz der Nutzen-Kosten-Bewertung. Ja, die das sagen mittlerweile viele Fachleute, in ihrer jetzigen Form überholt ist und eigentlich reformiert werden sollte. Und dann hätte man sicherlich auch eine Grundlage, um sowas wie die MDV vernünftig auszubauen. Okay, das waren sehr viele Informationen zur MDV. Vielen Dank, dass du uns auf den kurzen Abschnitt begleitet hast. Und wir fahren jetzt noch ein bisschen nach Gera und dann hören wir uns nochmal wieder. Ich danke euch. Prima. Bis dahin. Bis dann. Wir sind jetzt in Gera tatsächlich angekommen. Das ist auch unsere Endstation. Erstmal, wir fahren dann, wie gesagt, weiter nach Chemnitz. Wir machen aber jetzt mit dem Filmdreh Schluss. Das war am Anfang natürlich nicht so geplant. Wir wollten gleich direkt nach Chemnitz durchfahren. Aber die Situation haben sich so ergeben, dass wir noch einen Zwischenstopp in Jena gemacht haben und jetzt hier in Gera, gezwungenermaßen allerdings. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Markus Haubold vom Fahrgastverband ProBahn, Landesverband Mitteldeutschland, bei Olaf für die Unterstützung, Fahrgastverband ProBahn, Landesverband Thüringen und bei Martin, unserer Infrastruktur- und Bahntechnik-Experte von der Bahninitiative Chemnitz. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank. Wunderbar. Dankeschön. Ja. Und gute Fahrt. Sehr cool. Und für euch bis zum nächsten Mal. Bis dahin.